Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Firma JB Performance GmbH. Es passiert. Wir haben einen jungen Mann kennengelernt bei Lass mal fahren, was sehr, sehr viel Spaß gebracht hat. Und dann haben wir rausgefunden, was er beruflich macht. Wir haben es rausgefunden und wir haben uns gedacht, das ist interessant. Wir fragen mal lieb, ob wir jetzt aus seiner Arbeit dürfen. Wir sind aus seiner Arbeit und er sieht auch nicht so aus von seinem Dress, wie wir ihn da gesehen haben, denn er sieht jetzt so aus. Hey. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Ja, mega, dass es geklappt hat. Ja, ich denke, das wird ein super krasser Tag. Ist das dein Name? Das ist mein Kurzname, ja. Titan? Ganz genau. Also nicht Titan, sondern Titan. Kannst du nennen, wie du willst. Manche nennen mich Titan, manche sagen Titan. Das ist eigentlich völlig wurscht. Okay, und das wird ein langer Tag. Das wird auf jeden Fall ein langer Tag. Ein umfangreicher Tag. Sehr, sehr viel sehen. Und ich glaube auch, du wirst ziemlich geile Sachen sehen, die du vorher so noch nie hattest. Los geht's. So, jetzt sind wir in dem Bereich, wo geplant wird, wer wohin fliegen darf, richtig? Genau. Und wir haben einen wichtigen Gast da, sehe ich gerade. Ja. Das ist wer? General Gerhards, das ist der Inspekteur der Luftwaffe, also der Chef der Luftwaffe. Das ist der Chef der Luftwaffe? Genau. Der Chefchef? Ja, der Chefchef. Ist das der mit dem goldenen Schwert? Ja, wenn er ein Schwert hätte, wäre es auf jeden Fall golden. Aber er ist ja kein Angehöriger unseres Verbandes, dementsprechend hat er auch kein Schwert. Okay. Ach so, er ist kein. Ach so. Nein, er steht ja an der Spitze der Luftwaffe, dementsprechend kann er kein Angehöriger eines bestimmten Geschwaders sein. Und der ist nicht oft hier, ne? Genau. Der fliegt in allen Geschwadern. Er ist ja selber immer noch Eurofighter-Pilot, muss natürlich auch seine Stunden bringen. Also quasi der Imperator so. Er geht. Das ist vielleicht ein weit hergeholter Vergleich, aber er steht an der Spitze und geht in jedem Geschwader fliegen. Um zu gucken, ob es so läuft, ne? Genau. Oh, kann der Gerald noch fliegen? Oh, kann er, okay, gut, fertig. Richtig. Fährt der mit dem Auto von Stützpunkt zu Stützpunkt oder fliegt der? Nein, in der Regel wird er mit dem Auto fahren, er hat dann einen Fahrer. Wie krass muss das sein? So nervig, wenn du überlegst. Wir haben jetzt hier die Karte, wo ihr plant. Und du bist jetzt zum Beispiel, er wohnt in Berlin. Dann kann der auch mit dem Jet hier hinkommen in 20 Minuten? Ja. Er kann aber auch 5 Stunden fahren. Das ist richtig. Das ist doof. Ist aber natürlich ein bisschen was günstiger, wenn im Auto gefahren wird. Und wir laufen ja immer noch auf öffentlichen Geldern. Also. Ja, aber wenn einer so einen Dienst-Eurofighter haben könnte, dann noch er, oder? Ja, stimmt. Dann er, ja. Er hat es zumindest in der Hand. Dienst-Eurofighter? Ich stelle mir das Ganze vor zu Hause. Ist der große Dienstwagen. Weißt du? Ich meine, mein Bruder hat mich mal gefragt, ob man so ein Ding nicht übers Wochenende ausleihen kann. Und ja. Ich gesagt, klar, sicher. Kriegst du mit, kriegst du hier. Weißt du, solange du den Vollgetank wieder zurückstellst, alles gut. Merkt keiner. Das merkt keiner. Nicht. Keine Chance. Also, hier plant ihr quasi eure täglichen Tests oder auch virtuell. Ne? Das heißt, ihr macht auch mal Planungen, wo ihr gar nicht wirklich danach fliegt. Ne? Komplett, genau. Okay, wie läuft sowas vonstatten? Also ich sehe, ihr habt da wie bei uns zu Hause auch so ein paar Stifte. Die Planung funktioniert. Also grundsätzlich ist es so, wenn du hier Dienstbeginn hast, dann hast du erstmal ein Wetter- und Einsatzbriefing. Also du kommst hier rein, es wird erstmal gesagt, so sieht das Wetter heute aus. Das sind die Lufträume, die wir zur Verfügung haben. Da ist der sogenannte Einsetzer oder der Flugdienstleiter, manchmal Personalunion. Der Flugdienstleiter verantwortet alles, was an dem Tag läuft. Und der legt dann fest, derjenige fliegt mit der und der Maschine das an dem und dem Ort. Sobald das rum ist, kommst du hierher und musst diesen Flugauftrag ausplanen. Und da kommt dann eben Mission Planning ins Spiel, die hier in diesem Rechner sitzen. Weil ich muss ja alles, was ich in der Luft nutzen will, auch irgendwie ins Flugzeug bringen. Das läuft über diese Systeme. Da wird es dann auf so Datenkassetten, bei uns heißen die PDS, gebrannt. Also alles aufgespielt. Quasi ein Level in einem Videospiel. Genau. Das ist da drauf. Also du kannst Symbole ins Flugzeug laden, damit du die Lufträume, die du nutzt, auch wirklich speziell eingezeichnet hast. Wenn du ein komplexes Szenario hast, hast du taktische Symbole drin, irgendwelche Grenzen, wo sind feindliche Flugplätze, wo sind Flugabwehrstellungen, das kannst du alles einspielen. Egal, Flugabwehrstellung. Ob genau. Kölner Straße, Dortmund zum Beispiel ist eine Flugabwehrstellung. Das absolut. Ne? Die ist dauerhaft als Krisenregion. Die ist dauerhaft drin. Aber du kannst quasi reinmachen, was du willst, was du brauchst. Egal, ob das jetzt wirklich da ist oder ob es einfach nur für die Übung angenommen wird. Das ist nur wichtig, dass du es irgendwie vor Ort hast. Das heißt, ihr könnt jetzt zum Beispiel spieltechnisch sagen, hier ist jetzt das und das und das und das und ihr spielt das dann im echten Flug durch. Ganz genau. Und dann könnt ihr auch tun, als ob ihr schießt. So, ja. Ja? Das Flugzeug hat eine sogenannte Weapon Training Facility. Ein bisschen und das macht ihr über Deutschland, über öffentlichem Raum? Ja. Aber dabei passiert ja nichts, weil es einfach nur das Luftfahrzeug simuliert. Spielen. Das heißt, es ist Serious Gaming im Grunde genommen. Immer wenn du was trainierst und auch der Kriegseinsatz ist eine Form von Serious Gaming, weil du kannst es ja nicht anders üben als im Spiel, sage ich ganz bewusst in Anführungszeichen. Es hat halt einen ernsten Hintergrund und du hast unterschiedliche Möglichkeiten, weil du einerseits, wenn du über öffentlichem Raum sagst, du hast Übungslufträume, die sind hier eingezeichnet als schwarze Kästen.
Das ist reservierter Luftraum. Wenn die aktiviert sind, dann sind nur wir da drin und können im vollen... Nur ihr? Genau. Und dann können wir im vollen Höhenband das üben, was auch immer wir üben wollen. Volles Höhenband bedeutet Boden, maximale Flughöhe. Ja, die meisten gehen nicht bis zum Boden runter, sondern beginnen irgendwo in 10 Sekunden. Sekunde, Sekunde. Wir gehen einmal rum. Das heißt, ihr habt so einen Bereich hier. Ja. Für euch alleine. Das heißt, wenn ich meinen Flugschein mache und komme mit meiner kleinen Cessna da so durchgepopelt, dann darf ich das nicht. Ja. Dann darf ich nicht da durchpopeln. Genau. Wenn wir mittelgroße Übungen haben, ich sage wirklich nur mittelgroß, dann nutzen wir zum Beispiel Luftraum, der ist hier in der Gänze gar nicht mehr eingezeichnet. Der hat den Bereich und läuft hier hoch. Und das alles ist in der Zeit dann gesperrt. Weil wenn du den Hebel auf den Tisch legst, du einfach mal den Bereich in 10 Minuten durchhämmerst. Da brauche ich keine 10 Minuten für. Die Dimensionen sind einfach groß. Und natürlich sind auch... Warte, du bist immer so locker flockig bei sowas. Ja, klar. Du brauchst von hier nach da keine 10 Minuten, ne? Wenn du es drauf anlegst, nicht, ja. Es ist nur die Frage, was für einen Durchschnittsverbrauch du akzeptieren willst. Aber wenn es eine Übung ist, ist es eine Übung, ne? Da heißt auch mal Kette geben. Ja. Sagt man Kette geben bei euch? Was sagt ihr? Hebel auf den Tisch legen. Ja, ne? Ja. Wie beim Boot. Genau. Ist ja auch letzten Endes, was du machst. Ist das geil oder ist das geil, Flo? Das ist noch sehr unrealistisch alles gerade. Das heißt, du sitzt in dem Eimer drin. Und du bist jetzt hier. Ja. Und dein Chef sagt hier, er sagt, wir haben hier richtig was am Kochen. Dann brauchst du wie lange? Wenn ich wirklich schnell da runter müsste, würde ich mal sagen, das lässt sich in 15 Minuten bewerkstelligen, da quer durchzukommen. Die größte Frage ist immer, wie viel... Das ist von wo? Das ist von... Hier oben ist ja im Bereich Flensburg und da unten Neuburg, München, die Ecke. Das schaffst du locker in einer Viertelstunde. Boom. In der Praxis ist immer die große Frage, wie viel Sprit brauchst du vor Ort noch? Und das wird das in der Regel diktieren. Du wirst mit dem Flugzeug normalerweise nicht einfach nur den Hebel auf den Tisch legen und mit Mach 1,8 plus darunter fliegen, weil dann kommst du da unten zwar ganz schnell an, trocken. Aber vor Ort geht da nicht mehr viel, sondern normalerweise wählst du irgendeinen Kompromiss, dass du beispielsweise jetzt bei so einem Abfangeinsatz dann eher Geschwindigkeit im Bereich Mach 1,2 oder sowas fliegst, um dann noch so ein, weißt du, entspanntes Reisetempo. Wir fliegen relativ teurer Blitzer. So. Nein, ja. Wir fliegen dann einfach nur Mach 1,2, um mit ein bisschen Sprit noch anzukommen, Flo. Weißt du? Du willst es ja auch nicht übertreiben. Nein, du siehst das realistisch. Genau. Ja. Man muss das Ganze auch mal realistisch sehen. Ja, ist so. Einfach mal einen Gang zurückschalten, ein bisschen einfach mal mit 1,2 Mach da runterbügeln. So sieht's aus. Andere Frage. Mit 1,2 Mach kommst du von hier da runter. Ja. Klar. Und auch wieder zurück, ne? Mit 1,2 Mach komme ich nicht die Strecken hin und zurück. Ne? Da werde ich da einmal runterkommen und dann habe ich da unten 15, 20 Minuten Zeit und dann müsste ich mir mal langsam Gedanken darüber machen, dass ich irgendwo landen möchte, weil ich muss ja auch mit Restsprit landen. Das ist immer das große Problem. Du kannst das Ding ja nicht wie Auto trocken fahren oder wie mit dem E-Auto mit 1% an die Ladesäule humpeln, weil wenn du mit dem E-Auto stehen bleibst, dann bleibst du halt stehen. Wenn hier der Sprit alle ist, dann wird es schwierig. Dann fällst du. Das wird auch ganz doof zu erklären, wenn man sagen muss, ja gut, 100 Millionen habe ich weggeschmissen und das am besten noch in irgendeinen Acker oder irgendeinen Ort, weil ich halt ein bisschen blöd gerechnet habe, das kannst du dir nicht erlauben. Entsprechend hast du da immer große Reserven, die schlicht und ergreifend einfach vorgeschrieben sind. Und daher kannst du den Sprit nicht ausfliegen. Diese Planung, um mal zurückzukommen zum Thema, die machst du oder die macht jemand für dich? Also teils, du machst es zusammen. Grundsätzlich, die Verantwortung für die Planung trägst du immer als Luftfahrzeugführer. Das kannst du nicht auf andere abwälzen, aber... Da wir alleine sind im Eurofighter und nicht wie in älteren Flugzeugen zu zweit unterwegs sind, dich also keiner unterstützen kann, hast du eine Mission Planning Cell, deren Aufgabe es ist, dich bei dieser Planung zu unterstützen. Da gehe ich dann beispielsweise hin, wenn ich Standardflugstrecken habe, sage, gebt mir mal bitte die Sachen ein, Standard von hier nach da, Standard Spritberechnung. Auf deine Diskette, ne? Genau, dann geben die das ins System ein und die Spritberechnung, die läuft dann auch elektronisch durch. Ich kann die natürlich auch im Kopf überschlagen. Aber um ein... 1, 2, ein bisschen da, immer eine kleine Rolle nur hier und dann passt. So in etwa. Nur am Ende muss es ja wirklich ausgerechnet sein und muss passen. Und das machst du dann über einen Computer, der über ein Modell ganz genau berechnet, bis aufs Kilo genau, mit wie viel Sprit du da normalerweise ankommst. Darf ich so eine Diskette mal sehen? Klar. Die sind nur gerade nicht da, das heißt, wir werden jetzt keine haben, aber das können wir dir gleich zeigen. Das ist das Lesegerät dafür, der Orangenschacht. Sieht so aus wie so eine Super Nintendo-Kassette. Wirklich wie früher, oldschool. Theoretisch könntest du mal reinpusten, wenn es nicht geht, dann kriegst du aber gar nicht viel Ärger. Das ist aber so ein Standard. Ich stelle mir das wirklich gerade vor. Ja, ja. So in etwa. Faszinierend. Soll ich was sagen? Der Raum ist schon sehr cool. Aber das sieht schon wirklich, wirklich toll aus. Ja, hier bist du im Bereich Business unterwegs. Und das Problem ist, wenn wir die Ausstattung geben, die nicht passt. Ja, das ist mein Rack.
Wenn du meine Ausstattung anziehst, du siehst, es gibt hier so ein kleines vertikales Unterschiedsniveau. Ne? Ist kaum aufgefallen. Ich weiß nicht, ob es der Zuschauer sehen kann. Wenn wir mal genau direkt nebeneinander stehen, fällt es vielleicht. Warte. Doch, jetzt sieht man es. Ne? Das ist wichtig. Also wenn wir dir meine Sachen anziehen würden, dann hast du das schon mal gesehen, wenn so ein Würstchen zu lange auf dem Grill liegt. Ja? Wenn das Ding da richtig Druck macht und geht ja nur bis zum Knie. Da müssen wir jetzt mal ein bisschen näher drauf eingehen. Also richtig Druck macht. Das heißt, dieser Anzug pumpt von wo nach wo was? Alles, was du siehst, lässt sich auf. Also das Wichtigste ist die Hose hier. Auf dem Gesamtbereich. Wenn du mal hier so ein bisschen rumfummelst, dann hört es ja schön knistern. Das sind Luftblasen, die da unten drin sind. Das ist wirklich der gesamte Bereich. So und das bläst sich auf in Gänze oder pumpt das auch? Nein, das bläst sich in Gänze auf. In dem Moment, wo die G-Last im Flugzeug zunimmt, wird hier Druck freigegeben, Luft strömt ein und die Hose bläst sich auf. Das heißt vorsorglich Druck, damit das Blut gar nicht erst so weit runterfließen kann? Genau. Ah, okay. Richtig. Wie viel Druck denn? Ich kann es dir nicht in bar sagen, aber es wird sehr viel. Wenn das System ausfallen würde auf voll offen, so Situationen gibt es auch, dann wird es extrem unangenehm. Also es ist dann schwer zu atmen, dann müsstest du es ausschalten. Und das Ding regelt sich ja normalerweise über ein Ventil. Weil du hast das Problem, du hast es nicht nur an der Hose. Hier ist die Weste, die du oben rum hast und auch die hier bläst sich auf im Rücken und im Brustbereich. Ich werde es wahrscheinlich noch öfter sagen, ne? Aber sieht aus wie bei Top Gun. Moin, grüß dich. Hi. Ich bin quasi für die ganzen Klamotten hier zuständig und dass es alles läuft und dass alles schicki ist und dass alles ganz bleibt und nicht kaputt geht. Und die Jungs haben nicht ihren eigenen, sondern... Doch, jeder hat seinen eigenen, genau. Auch angepasst auf jeden, wie gesagt, der Titan ist halt ein bisschen kleiner. Dann haben wir den anderen Kameraden zum Beispiel, der ist ein bisschen größer. Kannst du so durchgehen? Klar, das ist ein Qualitätsmerkmal, das ist wie bei dem Pferdejogger. Genau. Weißt du, wenn du zu schwer bist, dann kommt die Karre ja nicht aus dem Knick und ich habe da einen unschlagbaren Vorteil. Ja, wenn ich mit meinem Kampfgewicht da reingehe, dann gehen da halt nochmal 3 Umdrehungen mehr. Das ist ganz einfach. Ja. Den habe ich abgekauft. Ich weiß. Okay, was machen wir jetzt? Du ziehst dich jetzt aus. Okay. Dann kriegst du hier so eine Fliegerkombi an und dann gucken wir mal. Okay, geil. Los geht's. Würde ich jetzt mal sagen. Ja, Mann. Ich bin so heiß wie Frittenfett, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also der Pilot, von dem wir es dir gerade anziehen, der hat ungefähr deine Ausmaße, deine Größe. Ja. So darfst du Pilot werden. Flo. Aber der Anzug, ne? Also hier, dann haben wir das hier auf der Rückseite auch für den Oberschenkel und hier auch genau für den... Das muss halt eng sitzen, ne? Ist halt doof, wenn es halt nicht richtig sitzt. Krass. Und nicht eng genug ist. Muss auch erst meiner erfinden, ne? Wirklich, der ist geflogen, dem ist schwindelig geworden, hat einen Anzug dann gebastelt, wo das Ding, kommt ja auch nicht einfach so drauf. Das sieht schon mal schick aus. Schlürf dich da mal rein. Ist wie eine Hose, einfach anziehen. Sieht noch ein bisschen anders aus. Ihr müsst es auf Zeit anziehen können, ne? Ja. Wenn du auf der Alarmrotte sitzt, hast du 5 Minuten von der Alarmierung. Also stell dir vor, du liegst nachts im Bett, 2 Uhr nachts, hast du von der Alarmierung an 5 Minuten, um aus dem Bett raus, in den Sachen drin und im Flugzeug zu sein. Dein Ernst? Ja. Wie weit ist das Flugzeug weg? Was sind das hier? 150, 200 Meter. Fährst du mit dem Auto hin, das Auto steht schon davor. Der Fahrer springt auch aus dem Bett, sitzt ins Auto und du humpelst dahin und teilweise ziehst du dich im Auto noch an, während du dahin fährst. Und das ist dann schon ein bisschen Zeitnot. Wir haben jetzt zwei verschiedene Arten von Hosen. Das ist jetzt einmal die normale Hose, wo du halt so reinschlüpfst und dann gibt es halt noch die Jungs halt dann, wenn die auf Kur sitzen, bevorzugen, sage ich jetzt mal, weil es halt einfach schneller geht. Ne? Ist halt entspannter. Die kann das Gleiche. Die kann das Gleiche, sieht nur anders aus. Ist komisch, dass hier vorne so... Ja. Tja, aber stell dir mal vor, du musst dadurch pinkeln. Genau. Im Flug. Du kannst ja nicht... Du pinkelst im Flug? Wenn du musst, dann musst du. Wohin pinkelst du denn da? In einen Beutel. Beutel-Second? Da hat der gute Mann auch was für, weil das sind ja die Fachkräfte. Das sind quasi auch Urinalfachkräfte in der Weiterentwicklung. Wir haben auch... vorletztes Jahr sind wir in Vegas gewesen. Der war ich auch schon mal auf dem Schiff. Gab's sogar, die haben sogar Pampers angezogen. Wir haben auch Pampers. Groß. Also kannst gerne eine anziehen. Und dann kann man da rein. Wenn du das kopfmäßig hinkriegst. Ist das dein Ding, Gerald? Mein Ding will ich nicht sagen. Aber weißt du, irgendwann kommt der Körper an einen Punkt, wo er sagt, ist mir jetzt egal. Und dann. Ja. Und wickelst da rein und drehst es zu. Ja. Kann ich davon ein paar mitnehmen? Oh, meine Güte. Und dann macht er da so einen kleinen Pipi-Klotz raus. Genau. Ja. Und dann dreht er das zu und dann packt er das in seine Tasche. Dann macht er Fenster auf. So ungefähr, ja. Das Problem ist nur, dass der Abzugsgriff vom Schleudersitz auch genau da ist. Das heißt, da besteht so ein gewisser Interessenkonflikt zwischen rausholen und drinbleiben. Ja.
Okay, wir machen das jetzt hier. Und auch da sind wir. Oder siehst du, wie so am Fallschirm so am Pinkeln bist? So. Ja. Oh, jetzt habe ich beides gemacht. Da wären wir dann auch wieder im Bereich peinliche und teure Fehler, die ganz schlecht zu erklären sind. Also du kannst da nicht da hängen und sagen, ja, ich musste auf Klo. Sorry. Funktioniert nicht. Genau. Nice. Ja. Ja? Ja, voll. Also ohne Scheiß. Ich komme mir gerade vor, wie so ein Herrenausschuss. Du stehst da gerade so. Da das noch pretty nice. Kilo weniger. Zu spät. Das ist vom Pulli. Dürft ihr einen Pilot eine Brille tragen? Ja. Ja. Haben wir, ja. Die sitzt jetzt absolut gar nicht richtig. Die sitzt viel zu hoch. Hast du mich verstanden? Ja, ne? Ja. Gut. Gut. So, und jetzt wird quasi eigentlich, ne, hier miteinander verbunden werden. Mach mal, nur so, mal gucken, was passiert. Passiert halt nichts. Ah, doch. Ne, doch, ja, genau. Das ist kein Luft. Das war, passiert halt nichts. Ich müsste dann so machen. Genau, den runterdrücken und dann... Dann krieg ich doch. Genau, ja. Muss er auch die ganze Zeit im Flug machen, tatsächlich. Also, ich kann dir aber auch kurz zeigen, was der Hauptbeweggrund ist für die meisten Piloten, warum sie Kampfflugzeugführer werden wollen. Weil die Sache ist, egal wie du aussiehst, völlig wurscht, wenn du so machst und so machst, jetzt guck mal da rein, so cool aus. Verschärft, egal wie. Links ist ein Spiegel. Scheiße, so wie ich aussehe. Und im Flugzeug gibt es auch Spiegel. Also Karneval, bist du ja der Oberchef mit dem Ding. Jetzt mal ohne Spaß. Wie kann man denn cooler aussehen als mit so einem Ding? Das ist dieser gleiche Blick so wenn man diese Aufnahmen sieht, wenn die so im Cockpit sitzen so und gucken so rüber und geben irgendwie so ein Zeichen. So sehe ich aus. Das ist richtig ultra professionell wirken jetzt. Dann greifst du dir mit den Händen hier noch rein. So, ha? Genau. Jetzt hast du nämlich den absoluten, jetzt bist du der richtige Jetty Proll. Alle Klischees erfüllt. Ist jetzt schon geil. Kannst du einmal so machen fürs Thumbnail, bitte? Danke. Was kostet kurz, das? Ja, frag mal. Was kostet das hier alles? Helm und der Anzug. Also da sind wir so ungefähr bei 100.000 Euro, was du jetzt gerade anhast. Ja. Sekunde bitte. 100.000. Aber du hast die Einstiegsvariante. Es gibt ja Sonderausstattung. Wait a minute. Wir haben da jetzt kommt die Airline-Ausstattung. Ich hab gedacht 15.000, 20.000. Nee. Also allein der Helm mit der Maske kostet 25. Der Helm. Weil es der billige ist. Wir haben da noch einen besonderen Helm. Okay, jetzt ist Bossy. Darth Vader. Nee, besser. Das wollte ich sagen. Besser. Das ist schon Stromversorgung, genau, von dem Helm. Und wer darf den tragen? Wir in der Mittagspause. Das ist unser Heerhelm, unser Datenhelm. So nicht reinfilmen, aber sonst kannst du viel free machen. Von der Funktion her, von den Grundbasics, von der Funktion her, genau, kann der genau das gleiche. Nur du hast hier in der grünen Fläche, wie in wahrscheinlich in so Filmen, in so Videospielen. Genau, hast du ein Head-Up-Display drin, in dem Visier. Und der Helm kostet? Über 400.000 Euro. Each. Pro. Stille. Da sind wir wieder bei dem Punkt, in dem Job gibt es viele Möglichkeiten für kleine, feine, aber sehr teure Fehler. Wenn dir der von der Leiter runterfällt, ist auch ganz schwer zu erklären. Genau. Ist er top. Genau, also die Noppen, die du hier siehst, ne, das sind Sensoren, die dann... Ja, weil er weiß, wo du hinguckst. Ja, letzten Endes, du kriegst alle Daten, die du in deinem Head-Up-Display siehst, kriegst du in dem Helm und du kannst auch die meisten Waffensysteme vom Flugzeug an den Helm slaven, das heißt, du kannst die Zielzuweisung darüber machen. Zum Beispiel die Kurzstreckenrakete, die wir haben, die Iris-T, mit der kannst du mithilfe des Helms hinter dich schießen. Du kannst nach hinten gucken, dem Flugzeug sagen, da ist er. Und der gibt der Rakete die Information mit, da ist ein Flugzeug hinter mir. Die Rakete kann den noch gar nicht sehen, die dreht jetzt aber um, macht ihren Sucher auf, sieht ihn und springt mit. Und das geht nicht mit dem Helm? Nein. Warum tragen nicht alle den Helm? Nochmal, wenn dir der von der Leiter fällt. Na? Und darum, ja, aber nochmal, wenn die Rakete in den Arsch fliegt, da hast du auch nichts gewonnen. Im Einsatz würdest du garantiert mit dem Ding fliegen. Okay. Aber das ist, du machst ja hier im Friedensflugbetrieb unterschiedliche Übungen. Bei manchen brauchst du die Sachen auch einfach nicht und dann nutzt du einen einfachen Helm. Genauso, wenn du beispielsweise auf Alarmrotte bist, wo du die Funktionalität nicht wirklich brauchst. Dann nehmen sie den 25 Helm, ne? Und der Helm hier ist leichter. Ja. Das heißt, je nachdem, was du machst, willst du das Ding auch nicht die ganze Zeit auf der Murmel haben. Der ist zwar komplett aus Carbon. Aber Leute, also 100, was kostet die Jacke?
Also im Einzelnen weiß ich nicht, aber habe ich dir gerade erklärt. Ne? Also wenn du die Sachen anhast, dann bist du bei Ibic 100.000, wenn du mit dem rumläufst. Ja, also bist mit Karneval wird das nicht so was. Karneval wird das auf gar keinen Fall was, genau, das ist richtig. Ist auch alles diebstahlgefährliches Material, deswegen kommst du auch nicht durch diese Tür, die erste, und auch schon gar nicht durch die zweite. Vorher Kanickel, Fangschlag und die Beine liegen am Boden. So. Man muss ja auch sitzen in so einem Becher, ne? Also, wir haben hier El Schleudero Sitzo. Genau. Also, dein Name ist? Kevin. Der Kevin. Ja. Und du kümmerst dich um hier die Apparate. Genau, die Schleudersitze. Okay. Das sieht anders aus, als ich es ein bisschen erwartet habe, muss ich sagen. Weil ich habe da mehr Polsterung mir gedacht. Aber das ist ziemlich hart, ne? Ja, relativ, ne? Also Polsterung ist halt nicht groß geschrieben, ne? Groß geschrieben ist halt der Aspekt Lebenssicherung in dem Fall. Und da wird halt Gewicht gespart, wo man kann, ne? Da ist für zusätzliche Polsterung nicht viel Platz, da wird halt auf das Minimum reduziert. Und das Ding kann technisch fliegen? Technisch kann das fliegen, ja. Auch praktisch, nicht nur auf dem Papier, sondern das kann halt tatsächlich bis zu einem gewissen Grad halt fliegen. Ich muss das immer fragen, weil mich einfach sowas immer ziemlich rattig macht. Was kostet ein Sitz? Das muss gigantisch sein. Weil, also Leute, in Sachen Frästeile, ne? Gefühlt sind das alles Frästeile. Das ganze Teil von oben bis unten. Da ist ja nichts irgendwie einfach ein gebogenes Blech, außer das hier. Was wiegt so ein Apparat? Der wiegt 105 Kilo. 105 Kilo. Ja. Okay, dann schieß mal los, erklär mal bitte so. Ja, ich fange mal oben an. Also grundsätzlich haben wir hier zwei Konfigurationen stehen. Einmal die Basic Configuration, quasi die vom Hersteller kommt. Sprich ohne Anbauteile, ohne Rettungsgeräte, ohne Munition. Mhm. Und einmal aufgerüstet, wie er ins Luftfahrzeug gehen würde. Also mit M-Paket. Genau, mit M-Paket, mit allem, was dazugehört. Alle Anbauteile, Rettungsgerät und Munition. Mhm. Das machen wir alles hier vor Ort. Rüsten den Sitz komplett auf, alle Anbauteile, den Rettungsschirm in der Box. Ich fange einfach mal oben an, kleine Teile zu erklären. Habt ihr auch alle nochmal separat hingelegt, dass wir die Einzelteile ausgebaut mal uns anschauen können. Wir haben hier oben der Hauptteil, das ist die sogenannte Headbox. Das ist quasi der Hauptrettungsschirm, das ist dieser große Kasten. Da ist der Fallschirm drin. Da ist der Fallschirm drin. In dem Ding. In dem Ding. Der wird vom Hersteller reingepresst, ich glaube ungefähr mit 10 Tonnen wird der in diesen Container reingepresst. Und, den holst du auch nicht mehr raus. Den holen wir nicht mehr raus, der wird automatisch durch den Ausschussvorgang von unten, das kann man hier ganz gut sehen, da ist so ein kleiner Kolben. Ah ja, hier ist der hintere. Da ist ein kleiner Kolben, der würde mit Gasdruck unten auf den Container schlagen und hier dann diese Sollbruchstelle schlagen und dann entsprechend... Sekunde. Das sind auch Sollbruchteile? Das sind Sollbruchteile. Auch der hier? Deckel, auch das, ja. Das da? Ja. Ah, schon eine Menge Bums, damit das ein Sollbruchteil wird. Ja, also sind ungefähr... Was hatten wir? Ich glaube 40 Bar, die in dem System sind. Roundabout, ne? Nagelt mich nicht drauf fest auf die Zahlen, aber sie müssten ungefähr 40 Bar sein. Okay. Ja? Und der wird halt von diesem Kolben unten gegengeschlagen. Die Sollbruchstelle bricht dann entsprechend. Die Box wird sich dann nach oben bewegen und diese Außenhülle, der Fallschirm ist ja mit dem Piloten verbunden. Ne? Also alles, was hier vorne dran ist, ist ja quasi das Ruhezeug, womit du dich anschnallst. Ah. Ne? Das ist ein Teil der Körperrückholung. Sekunde, stopp. Also das bedeutet, El Schleudero Sitzo, ja. Buff. Genau. Dann dieses Teil, also der Gurt hier drin, ist hier. Ja, wir gehen mal zu dem ausgebauten Teil, das ist wahrscheinlich einfacher zu verstehen dann. Ne? Das ist die Box, wo der Schirm drin ist. Hier das ist heißt, technisch gesehen, in dem Moment, wo ich in diesem Jet drin sitze, ist das an mir dran. Genau. Ne, das ist hier das gesamte Gurtzeug, womit du dich verbindest, die Schultergurte, hast hier deine Beingurte, womit du dich anschnallst und die Verbindung zu den Beingurten noch, die zusätzlich dann die Lapstraps nennen die sich, die damit dran gemacht werden, damit du halt quasi wie in einem Klettergeschirr angeschnallt bist. Okay. Ne, das ist so gesehen. Darf ich mal hochgehen? Ist da einer drin? Da ist einer drin. Das ist eins, was wir ausgebaut haben. Oh, wirkt schon was. Das ist ein vollwertiger Schaden. Ist ein vollwertiger, ja. Das ist ein Teil, was so, wie es jetzt ist, auch vom Hersteller kommt und wie wir das dann quasi an den Schleudersitz verbauen würden. Okay. So, darauf sitze ich. Genau, darauf sitze ich. Ne, dazu gehört dann noch hier dieses sogenannte Seat Cushion. Das ist einfach ein kleines Polster, weil hier sind noch Gurte mit dran, die hier an dem... Ich habe eine kleine Zwischenfrage. Ich denke mal, wenn das zu doll gepolstert wäre, wie in einem Formelfahrzeug, wäre es auch für das Flugmanöver unangenehm, weil du immer einen
einen Rest-Bounce so hast. Ne? Das heißt, genau, ich glaube, es ist angenehmer bei den hohen G-Kräften auch, dass du wirklich mit deinem Körper im klaren Kontakt bist mit dem Fluggerät. Ne? Ja, du solltest schon fest drin sitzen. Und wenn du diese ganze buschige Ausrüstung quasi noch anhast, dann ist da relativ viel Stoff noch dazwischen. Also ich finde es absolut bequem in dem Ding. Und denke, wenn es wirklich dick gepolstert wäre wie ein Auto sitzt, das würde es eher unangenehm machen. Vor allem, wenn du lang drauf sitzt. Okay. Und wie die Einheit, die den Sitz aus dem Flugzeug raus katapultiert, die ist an dem Sitz oder ist sie im Flugzeug? Nee, die ist an dem Sitz. Das ist eine Gesamteinheit, das steht hier drüben. Das sind quasi hier das Hauptfortbewegungsmittel ist der sogenannte Understeed Rocket Motor. Darf ich den mal anfassen? Ja. Hochheben? Den kann man auch hochheben. Nur nicht fallen lassen, dann ist er kaputt. Understeed Rocket Motor. Genau. Erzähl mir keinen, dass daraus Antrieb kommt. Da kommt Antrieb raus. Dein Ernst jetzt wirklich? Ja. 25,5 kN Schub. Für wie lange? 0,25 Sekunden. Jetzt musst du dir kurz überlegen, dass ein Flugzeugtriebwerk einen Trockenschub von 60 kN hat und dein Sitztriebwerk, das nur deinen Arsch rausschießt, 25,5. Kommt ein bisschen Beschleunigung zustande. Du bist aus dem Cockpit circa mit 16 G rausgedrückt. Kurz. Kurz, ja. Dauert 3 Sekunden, hängst du am Schirm. Dann ist aber auch das Kabinendach weggeflogen, der Sitz ist aus dem Cockpit raus, die Box ist weggeflogen und der Schirm ist entfaltet. Das dauert 3 Sekunden. Wir reden hier von Verzögerungszeiten, von Zeitwerten, die wir im Sitz verbaut haben, von bei einem Single-Seater von 0,22 Sekunden, bei einer Twin-Seater vom hinteren Sitz von 0,23 Sekunden und vom vorderen Sitz von 0,67 Sekunden. Okay, okay. Und ist dieses Märchen wahr, dass man nach so einem Aufstieg kleiner ist? Bedingt, ja. Also da wird auf jeden Fall... aber ich habe das ein paar Mal getestet in meiner ersten Karriere. Als Schleudersitztester. Oh komm, Gerhard, da hast du gestartet. Ja. Ich gucke hier nur an und es ist so... Weiß genau, worum es geht. Das heißt, die Wirbelsäule ist, ich meine 16G, Leute, das ist schon Rums. Das ist ein Rums. Und die baust du auseinander komplett oder was machst du mit den Dingern? Also alle Anbauteile, die hier liegen, das sind die Teile, die wir zusätzlich anbauen, zusätzlich den Teilen der Munition, die hinter dir stehen. Und das wird alles einzeln angebaut. Ja, wir haben verschiedene Bereiche, die wir öffnen können. Zum Beispiel hier vorne das sogenannte Backrest. Ja, du kannst das Backrest abnehmen und dann kannst du alle Anbauteile, die das Innenleben füllen. Was ist das denn hier? Das ist die sogenannte Guide Tube. Das ist quasi dafür da, dass der Sitz sich überhaupt aufwärts bewegen kann. Du musst dir das vorstellen wie so eine Teleskopstange, das ineinander gesteckt ist. Damit du nicht wie kreuz und quer, weil du hast ja 800 km Geschwindigkeit. Nee, weißt, sondern das bleibt tatsächlich im Flugzeug, das innere Teil davon. Du hast hier unten hast du das Ende von dieser Guide Tube. Diese zwei Plättchen werden durchschlagen mit zwei Bolzen, die eine Verriegelung, die hängen da an der Wand, kann ich euch auch zeigen. Ah, da, ja. Diese beiden Guide-Tubes, nennen die sich auch, die sind im Flugzeug. Ja, ja. Und hier unten in dieser Schale, da wird der Sitz aufgelegt. Und in diesen Halbmond greifen zwei Bolzen ein, die diesen inneren Teil festhalten und somit quasi eine Volumenänderung versorgen oder entstehen lassen. Und dieses Volumen wird mit Gasdruck gefüllt. Und damit wird die erste Aufwärtsbewegung dann quasi produziert. Über eine extra Kartusche. Alles in dieser Zeit? Alles in dieser Zeit, ja. Ja. Wir haben hier eine extra Kartusche dafür. Ja. Wir haben hier die sogenannte Main Gun. Da kommt noch ein Verzögerungszeitwerk drauf, was diese 0,22 Sekunden bei einem Einsitzerflugzeug. Damit die Scheibe weg kann. Genau. Weil wenn die Scheibe nämlich zu langsam ist, das habe ich nämlich aus dem Film. Wenn die Scheibe zu langsam ist, haben wir auch noch ein Notfallverfahren mit integriert im Sitz. Dann würde der Sitz quasi durch die Scheibe schlagen. Da haben wir hier oben die sogenannten Canopy Breaker. Das sind diese zwei, die dann das Dach, weil das so unter Spannung steht, an zwei bestimmten Punkten halt penetrieren, dass das dann bersten würde und dann der Sitz quasi durch das geschlossene Dach gehen würde, sollte es zu einer Fehlfunktion des Abwurfmechanismus kommen. Das muss ich jetzt mal sagen lassen. Darf man da reinsitzen? Ist das hinein? Nee, auf dem Ständer geht das nicht, das wird der Ständer nicht halten. Aha. Was sagst du so? Ja, wenn ich der Kurze bin, zu der Schwere. Schwer, das will ich. Und die Funktionsweise ist ziehen. Ja, genau, also grundsätzliche Funktionsweise ist halt für den Piloten, der hat hier seinen sogenannten Seat Firing Handle. Da darf man nicht anziehen jetzt, ne? Hier bei dem Sitz nicht, der ist komplett geschärft. Der ist ja, hör auf! Das musst du doch vorher tragen. Es kann so nichts passieren, es ist immer ein Safety Pin drin. Darf ich mal anfassen? Ja, du kannst alles anfassen hier. Ja. Sekunde. Diesen Safety-Pin, der wird aber bevor Abflug rausgezogen, ne? Genau, das macht der Pilot selber. Der hat an seiner Konsole rechts auch noch einen Aufbewahrungspunkt, wo er dann reingesteckt wird. Das sind diese Straps, Remove Before Flight. Weißt du? Die sind das an den Jacken.
Das Flugzeug überwacht das sogar. Weil du in diesem Aufbewahrungspinöppel, wo du das reinsteckst, da ist auch ein Kontakt drin. Der will den haben. Der meckert dich an, wenn der Pin nicht da ist. Also du musst den wirklich abziehen, reinstecken und dann hast du ja hier auch nochmal den ASI-Handle, mit dem du den Sitz schärfst. Stopp. Den rausziehen, scharf machen. Genau. Und dann ist ready to move. Ich könnte jetzt auch den Pin hier rausziehen. Nein, lass das doch sein. Der ist immer noch sicher, weil ich hier noch eine mechanische Verformung habe. Und du fummelst an diesen mechanischen Knopf rum, stift wieder rein, perfekt. Wenn der hier drinnen losgeht, wäre richtig schlecht. Das heißt. Der macht doch auf jeden Fall bub. Nee, der macht bub, dann bleibt der da oben, bis der aufhört zu schieben und dann fällt der runter. Der Raum ist extra dafür da. Der ist nur dafür da, dass hier Sitze drin gearbeitet werden dürfen. Ja, ich will aber nicht im Raum sein, wenn der hochgeht. Ich auch nicht. Wir sind dann nicht mehr im Raum. Wir sind dann überall, ja. Das glaube ich nämlich. Weil wenn ich die Energie höre, wenn der das kann, bei der Geschwindigkeit dagegen anzukommen, und wir stehen hier wie die Hasen und das Ding geht hoch, da ist aber richtig was los im Raum. Ja, das wird auf jeden Fall heiß hier drin. Was du nicht vergessen darfst, der hat ja auch, es passieren in diesen 2-3 Sekunden, passiert so viel gleichzeitig. Er hat ja jetzt versucht, dir 2-3 Sachen zu erklären. Aber wir reden von verschiedenen Höhen, deswegen habe ich gerade eben gesagt 0-0. Also wenn du 0 Geschwindigkeit und 0 Höhe, kriegt er dich trotzdem auf eine Höhe, wo der Schirm sich einmal entfalten kann und du überlebst. Heißt nicht, dass du gesund bleibst, aber du überlebst. Und dann entscheidet der Sitz zum Beispiel noch, in welcher Höhe du bist. In diesen 2-3 Sekunden schießt du dich raus über eine Höhe, wo du keinen Sauerstoff bekommst, entscheidet der Computer selber, wo bin ich gerade und gibt dir Sauerstoff vom Sitz. So lange, bis du auf eine Höhe kommst, wo Sauerstoff ist und dann beginnt die Sitz-Mann-Trennung. Dann hast du Sitzängste noch nicht am Schirm, erst danach. Das heißt, höchste Flughöhe ist? 55.000 Fuß. Dein Ernst? Ja. Und da könnten wir bei 55.000 aussteigen. Ja. Genau. Aber Leute, wir machen mal eben ein Bild rein, damit ihr eine Idee bekommt, warum ich so ausflippe, weil das war bei meiner Flugscheingeschichte echt, also 55.000 Fuß, das sieht so aus, das müsst ihr euch vorstellen. Wir beiden Kadetten sitzen in dem Ding da oben drin, in so einer kleinen Kanzel und du ziehst an den Pinöppel und steigst da aus. Das dauert sehr lange, bis der Sitz entscheidet, dass man da atmen kann normal. Oh ja. Und in der ganzen Zeit guckst du mit dem Gesicht nach unten und siehst den Boden auf dich zukommen. Und bist gefesselt. Und denkst an ihn. Und denkst nur, hat Kevin diesen Sitz zusammengebaut? Kevin! Ich bin mir ziemlich sicher, bei der Länge des Falles werde ich mir denken, Kevin, du Arsch! Also Kevin, also, was würdest du denken, wenn man bei 55 aufsteigt, Wie lange dauert das mit Fallschirm, mit allem drum und dran, bis du auf dem Boden stehst? Boah, jetzt bin ich gespannt. Minuten. Also länger als 7 sollte es nicht dauern, weil mehr Sauerstoff hast du nicht dabei. Ja, Moment, du hast irgendwann entscheidet er ja. Aber also nach 7 Minuten, glaube ich, bist du schon im Bereich, wo du wieder atmen kannst. Aber du bist lange unterwegs. Ja. Und ein Fallschirmsprung bei 55.000, das ist nicht geil. Also, du musst ja Sauerstoff. Dann musst du, ja klar. Ich meine aber, bei 55.000 ohne Flugzeug. Also andersrum, bei 55.000 Fuß ohne Flugzeug da oben rumzubaumeln. Ich kann dir das kurz erklären, pass auf. Der Sitz hat 3 Modi. Das ist ja kaum, kaum Dichte, der Fallschirm öffnet sich ja gar nicht bei 55.000. Der Fallschirm wird auch gar nicht sich öffnen bei 55.000 Fuß. Genau, weil pass auf, Erklärung, bei 55.000 ist ja gar nicht die Masse dementsprechend da. Pass auf, und zwar, der Sitz hat einen kleinen Computer hinten drin. Der ist hinten dran, können wir gleich nochmal gucken, der sogenannte Seat Sequencer. Das ist das ganze Gehirn von dem Sitz, der mit Strom versorgt wird von diesen beiden silbernen Dingern, die da sind, die sogenannten Thermalbatterien. Ihr habt hier begriffen. Das sind Thermalbatterien, die sind von Star Wars, richtig? Ja, so ungefähr. Ja, die erzeugen halt einfach durch Hitze Spannung. Thermalbatterien? Genau. 28 Volt Gleichspannung produzieren die damit. In dem Moment live. In den 3 Sekunden. Ich habe ja gesagt, es passiert ganz viel in diesem Sitz in diesen 3 Sekunden. Und in den 3 Sekunden hängst du schon am Schirm. Also das, was wir jetzt gerade erzählen, ist irgendwas zwischen 0 und 1,5. Eine Thermalbatterie? Ja. Also der Sitz kann auf jeden Fall 3 Ausschussmodi, die er selbstständig wählt. Den Immediate Mode haben wir ja schon drüber geredet. Die 0-0-Fähigkeit, den sofortigen Ausschuss mit sofortiger Einleitung der Sitz-Mann-Trennung. Das heißt, wenn du am Boden stehst, 0 Höhe, 0 Geschwindigkeit. Du ziehst vorne dran. Du gehst hoch, ca. 80 Meter, dauert 3 Sekunden, hängst du am Schirm. Ach, ich bin vollkommen platt. Also der Grund, warum ich gerade so platt bin, ist, wir gucken uns den Helm an. Wir gucken uns den Sitz an. Wir waren noch nicht mal an dem verdammten Flugzeug. Noch nicht mal, ja, ich habe das Ding noch nicht mal gesehen. Das war ein Spannungsbogen aufrechterhalten. Du musst dir nur mal klar machen, was daran hängt. Sein gesamter Job ist meine Lebensversicherung. Also wie sehr du da aufeinander angewiesen bist. Du kannst dir vorstellen, wenn hier jemand steht, der seinen Job nicht ernst nehmen würde, das für Konsequenzen hat und warum wir eben von einem Team-Luftwaffe sprechen und warum du nicht funktionieren kannst, wenn hier auch nur ein Rädchen in dem Getriebe ausfällt. Wenn er ausfällt, gibt es keinen Sitz,
kann ich nicht fliegen gehen. Oder anders, in der Notsituation, wenn ich den Sitz brauche, funktioniert nicht. Also, ich glaube, hier gibt es noch tausend Fragen, aber Kevin? Und immer, ne? Ich mal bitte. Nicht vergessen. So, wir haben uns hochgearbeitet. Wie ihr sehen könnt, bin ich in einem absolut schicken Bundeswehr-Dress, ja? Wie heißt das? Das ist der Monteur C43 Schlagstockanzug. Nein, wie heißt es nochmal? Das ist der... Das ist ein ganz normaler Technikeranzug. Ach genau, das war das Simple. Das war der Technikeranzug, war das. Kombi. Erstmal, guck mal, wo wir jetzt sind. Es wird immer ernster. Es wird immer ernster. Und wir werden jetzt... so wie ihr es gehört habt, durch diese Tür drehen und hinter der Tür steht das, worauf wir uns am meisten freuen. Und wir werden uns gleich in Ruhe diesen Apparat angucken. Da kommt auch was Spannendes. Und zwar die Biester müssen ja auch getrennt werden. Das gucken wir uns auch nochmal an. Aber ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Boah, ich sehe schon durch die Tür so ein... Oh, scheiße. Okay, jetzt geht's ab, Leute. Ja. Da steht der Becher. Wahnsinn! Ah, das ist schon neu. So, was sagst du? Du fliegst so ein Ding? Ja, als tägliches Brot. Als tägliches Brot? Ja. Scheiße. Aber es dauert eine Weile, bis du dich dran gewöhnst. Und ganz ehrlich, so hundertprozentig selbstverständlich wird es nie. Natürlich es nicht! Es ist immer wieder geil, wenn du hier rumlenkst. Und manchmal, wenn du dann einsteigst, siehst du ja die schöne Leiter da vorne, die dann hochklettern darfst, denkst du dir, eigentlich bekloppt, dass ich das jetzt machen darf. Aber ist so. Hau mal so ein paar Daten drauf. Also wie viel, ihr redet immer in Knoten, wie viel Geschwindigkeit, wie viel km/h fliegt dieses Flugzeug in der Höchstgeschwindigkeit? Etwa 2.500 Stundenkilometer. Das ist aber gar nicht so interessant, wie schnell du wirst. Interessanter ist immer, wie schnell du schnell wirst, auf welche Höhen du kommst, wie du dich bewegen kannst, also die Agilität im Luftraum. Ich muss sagen, ich will die 2.500 km/h gar nicht so unterbuttern. Ich finde die schon gar nicht so schlecht. Okay, und das Ganze, für mich das Faszinierende gerade wirklich, dass das über eine Turbine passiert. Ja. Das heißt, aus meiner Welt ist alles eine angetriebene Kraft über einen Antrieb, über eine Welle, die Reifen antreibt. Ne? Eine Energie, die in den Reifen geleitet wird und dann über Bewegung ein Vortrieb entsteht. Dieses Teil, die Räder fahren ein, ist in der Luft und dann wird rein über diese Schubkraft der Turbine diese 2.500 km/h erreicht. Genau. Im Grunde genommen machst du einfach nur lauten, heißen Wind und der schiebt dich nach vorne. Wie viel Schub macht denn eine Turbine? Wenn du das Triebwerk ohne Nachbrenner benutzt, hast du 60 Kilonewton, also 6 Tonnen Schub. Und dann hast du ja den gesamten Bereich. Eine, genau. Und dann hast du ja den gesamten Bereich, den du hier hinten siehst, diese Tonne, die auch so ein bisschen schwarz verkohlt ist. Das ist die Nachbrennersektion, die einfach dafür sorgt, dass du mit sehr wenig extra Gewicht nochmal eine ganze Menge extra Schub bekommst. Und sobald du das Ding zündest, hast du statt 60 Kilonewton 90 Kilonewton, also 9 Tonnen Schub pro Triebwerk. Beide zusammen 18 Tonnen. In die Fresse. Ne? Das heißt, hier wird dann nochmal Kerosin separat reingesprüht. Genau. Siehst du hier vorne, wird das Kerosin reingesprüht um den Ring. Hier vorne siehst du die Flammenhalter, die dann glühen. Das wird durchgezündet und dann ist es im Grunde genommen wie eine Rakete, die hinter dem Triebwerk sitzt. Und dann wird hier einfach der Sprit nochmal verbrannt. Das ist dann immer das, was man klischeemäßig sieht, wenn hier das Feuer rauskommt. Da ist der Nachbrenner an. Beim Schmunzeln verrät, das macht Spaß. Ja, es macht Spaß. Ganz einfach, weil die charakteristisch ganz anders ist. Wenn du so eine Turbine hast, die man ja auch vom Flugzeug kennt, die braucht ja eine Weile, bis sie hochläuft. Braucht ja ein paar Sekunden, bis der Schub kommt. Der Nachbrenner ist aber wie ein Lichtschalter. In dem Moment, wo du hast so einen Widerstand am Schubhebel, wenn du da drüber gehst, dann macht es halt, und von jetzt auf gleich hast du diesen extra Schub. Nee, merkt man auch richtig? Völlig. Kriegst halt einen Tritt zwischen die Hörner und dann geht's los. Okay. Und das ist nur diese kleinen Löcherchen, die hier so durchgehen, ne? Ihr redet in Tonnen. Wie viel Liter würdest du denn schätzen, gehen denn da so pro Sekunde dann durch, wenn der im Afterburner ist? 350 Liter, so im Drehraum, gehen pro Minute durch. Pro Minute. Mhm. Durch die kleinen Löcher, das ist aber auch schon, das muss ja ein extremer Sprit, also extreme Pumpen sein, extreme Leitungsdurchmesser, dass er in der Lage ist, das vorzubereiten und dass er auch in der Lage ist, das auch wirklich dann zu zerstäuben. Wo zerstäubt wird das ja hier eh automatisch. Ja. Weil die Geschwindigkeit an Druck, die hier rauskommt, muss ja immens sein. Ja, du hast entsprechend auch riesengroße Gefahrenbereiche. Also wenn das Ding hier im vollen Nachbrennerschub läuft und du läufst irgendwo in der Nähe von 100 Metern hinterm Flugzeug durch, dann gehst du fliegen. 100? Ja. 100 Meter? Mhm. Für mich ist faszinierend, 18 Tonnen Schub und wir stehen hier und das Ding ist ja jetzt gar nicht so groß. Was wiegt so ein Ding? Wenn er trocken ist, wenn nichts dran ist, hast du gute 11 Tonnen.
Und normales Startgewicht? Wir haben 18 Tonnen Schub und das Ding wiegt 11 Tonnen und wir sind in der Luft und haben keinen Rollwiderstand. Das ist richtig. Und sieht aus wie ein Pfeil. Du bist aber nicht mit 11 Tonnen in der Luft. Also das muss man schon fairerweise sagen. Wenn wir hier normales Startgewicht haben, haben wir so ungefähr 18, 18,5 Tonnen, wie wir geparkt sind, wenn das Ding voll ist. Also du hast im schwersten Zustand, den wir hier im normalen Flugbetrieb haben, Schubgewichtsverhältnis von 1 zu 1. Aber du verbrennst den Sprit ja relativ schnell und du hast 6,5 Tonnen Sprit dabei. Das heißt, du wirst die ganze Zeit deutlich leichter. Und schneller. Und schneller. Und du merkst auch, wie merkst du, dass du schneller wirst? Ja. Klar. Wenn du hier 4-5 Tonnen ausgeflogen hast, dann ist das Schubgewichtsverhältnis extrem. Das ist Flugzeugträger? Schön wär's. Dafür ist der ein bisschen klein. Das ist im Grunde genommen nur ein Notfanghaken. Also wenn wir irgendwelche Luftnotlagen haben, zum Beispiel ein Versagen der Bremsen oder so, kannst du das als letztes Mittel nehmen. Bevor du den nimmst, hast du aber noch hier einen Bremsfallschirm drin. Das habe ich schon was gehört. Was ist das da oben für eine Öffnung? Das ist so ein Zusatztriebwerk? Das wusste ich sogar mal. Bei dem Airbus und so, es gibt so ein kleines Zusatztriebwerk immer, was dazu dient? Die APU, genau. APU. Die ist aber nicht da. Okay. Auch wenn es so aussieht, möchte man immer meinen, das ist tatsächlich eigentlich nur ein Pre-Cooler. Das heißt, die heiße Zapfluft, die von Triebwerken kommt, die muss erstmal ein bisschen runtergekühlt werden, bevor sie ins Environmental Control System kann. Und der Kühler sitzt da oben. Nochmal. Die Zapfluft von den Triebwerken. Was ist denn Zapfluft? Zapfluft ist Luft, die aus den Triebwerken, aus der Kompressorsektion abgegriffen wird. Die komplette Anlage, alles was mit Luft in dem Flugzeug zu tun hat, versorgt. Aber da die komprimiert ist, ist die ja heiß und die muss erstmal runtergekühlt werden. Dafür hast du einen sogenannten Pre-Cooler, weil es der erste Kühler ist. Danach kommen noch einige andere. Und der sitzt da oben und wird durch die Luft versorgt, die von da kommt. Gibt viele lustige Gimmicks. APU haben wir natürlich auch. Aber wo sitzt sie denn? Die APU sitzt links in der Rumpfsektion in der Nähe vom Flügel. Mhm. Die ist ja kompakt relativ, ne? Genau, die hat ungefähr so die Größe. Die hat einen Einlass, den du jetzt gar nicht sehen kannst, weil der sich automatisch öffnet und schließt, wenn die läuft. Da können dir dann aber hier unsere Jungs nochmal schön was drüber erzählen. Und wir haben ja schon vorher einmal gequatscht. Und du würdest sagen, dass der Eurofighter im Vergleich zu so einer Tomcat oder zu so einer F-15 und so, er ist schon so der Rennwagen. Absolut. Ich würde es immer vergleichen mit einem Formel-1-Fahrzeug, weil auch bei den Daten, die du jetzt gehört hast, der Schub, der Gesamtschub, den das Flugzeug hat, der ist gar nicht so beeindruckend. Also 18 Tonnen Schub ist für ein Kampfflugzeug in Ordnung, jetzt aber nicht übermäßig viel. Das Ding ist nur, der Eurofighter ist ein recht kleines. Tomcat hat ungefähr? Liegt irgendwo in der gleichen Gegend. Ehrlich gesagt weiß ich nicht auswendig, wie viel die hatte, aber die ist viel größer, viel schwerer. Und das ist bei den meisten Flugzeugen so. Wenn du zum Beispiel die amerikanische F-22 nimmst, die liegt irgendwo im Bereich 15 Tonnen Schub pro Triebwerk. Sie wiegt aber wesentlich mehr als der Eurofighter. Und genau das ist mit allen Flugzeugen das Problem. Der Gesamtschub ist relativ irrelevant, es geht meistens ums Schubgewichtsverhältnis. Und da stehen wir eben ganz vorne. Kleines, leichtes Flugzeug, 11 Tonnen, wiegt annähernd kein Jet, der in der Leistungsklasse unterwegs ist. Und das habt ihr geschafft? Oder das haben die geschafft durch, das heißt Carbon? Nein. Das ist ganz viel GFK, TFK und Titan. Ehrlich? Gebaut, ja. Darum haben wir auch immer den Spitznamen Plastikflieger, auch wenn das natürlich ein bisschen unfair ist. Aber ja. Landeklappen hat so ein Ding nicht. Nein. Weil es wirklich rein ein aerodynamisches Flugzeug ist und durch Schub in der Luft gehalten wird. Das heißt, es ist gar nicht so ausgelegt, dass es so eine Segelfunktion so groß hat. Das hat damit nichts zu tun. Es liegt einfach daran, von der recht unkonventionellen aerodynamischen Auslegung, du hast keine Steuerflächen, die klassischen Bezeichnungen wie normales Flugzeug haben. Bei uns spricht man zum Beispiel von Flaperons, die siehst du da hinten. Beide Seiten. Ja. Die übernehmen anteilig die Rolle vom Höhenruder, vom Querruder und auch eine Landeklappenfunktion. Ja, weil die Tragflächen ja auch so riesig sind. Genau. Aber Flo. Ich muss sagen, er war schneller da, als ich dachte jetzt gerade. Ich dachte, das jetzt knallt uns das komplett um, aber jetzt ist er einfach da. Und also so wie ihr drüber redet und so wie alle damit umgehen, ist halt einfach, steht halt hier. Die arbeiten damit. Guck mal, für mich, ne? So für mich. Wenn ich diese kleinen, dreckigen Stellen so sehe und so. Das, was ich als Kind mit der Airbrush-Pistole so gemacht habe, damit es so aussieht, als ob es irgendwie alt ist. Aber jetzt hier so zu stehen und die technische Attraktivität eines Flugzeugs, die Schönheit eines Flugzeugs ist wirklich erdrückend. Das ist so perfekt sexy geformt. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Dagegen ist ein Sportwagen wirklich ein ganz, ganz trauriges Häufchen Elend. Aber es ist halt auch das nicht nur irgendein Flugzeug, ne? Ja, aber das ist unfassbar, Leute. Als Automensch würde ich dir absolut zustimmen. Für mich immer einer der schönsten Momente ist, wenn ich nach dem Walkaround mich nochmal vors Flugzeug stelle, nochmal gesamt gucke, ob ich irgendwas sehe. Und du siehst einfach den kompletten Anblick und du weißt, jetzt kann ich gleich einsteigen und losmachen. Warum kann der hier rauf, runter, um die Leistung und Luftmenge zu erhöhen? Du musst die Luftmenge, die hier durchgesetzt werden kann, anpassen. Du hast, solange du langsam unterwegs bist, ist das geöffnet, um genug Luft durchzubringen. Wenn du sehr hohe Geschwindigkeiten erreichst,
dann schließen die sich immer mehr, bis sie komplett geschlossen sind, um die Luftzufuhr zu begrenzen, weil du ja sehr viel anströmende Luft hast mit sehr hoher Geschwindigkeit. Vor allem im Überschallbereich. Ja, die sind dann härter, ne? So, und das ist dann das kleine Rädchen, wo du unten am Lenken bist. Genau. Und wenn du dir die Konstruktion hier aus der Nähe anguckst, dann weißt du auch, warum ich dir gesagt habe, Driften ist schwierig, aber untersteuern kann er wirklich. Ja, super kann gut. Vor allem bei Nässe, wenn du da mal ein bisschen schwungvoll in die Kurve fährst, dann wirst du dicke Backen. Aber Grip, also weich ist der Reifen hier wirklich, ne? Ja, der ist auch ziemlich schnell fertig. Ja, ne, glaube ich. Ja. Weil der fühlt sich an wie so ein, diese Rallycross, was ich mal gefahren bin. Also so ein ganz, ganz, ganz reicher Reifenmischung. Was mir aufgefallen ist, wenn ich gesehen habe, dass ihr gestartet sind. Ja. Ihr fangt ja an, das Rad einzufahren. Nach 8 Meter, 9 Meter Flughöhe. Ja. Ist ja schon weg. Puff. Brauchst nur Indikationen, dass du steigend bist. Und du hast im Flugzeug. Macht er selbst das? Nein. Nein. Du musst das selber machen. Ja. Also du hast im Flugzeug noch sogenannte Weight and Wheel Switches. Das heißt, das Flugzeug weiß, ob die Räder am Boden sind oder nicht. Als Sicherheitsmaßnahme, aber nichtsdestotrotz ist es für uns, sobald du Climbing Indications hast, der Höhenmesser fängt an, sich zu drehen, dem dann weißt du. Und aerodynamisch natürlich deutlicher Unterschied. Ich denke mal, wenn das Ding hoch will und du fährst das Fahrwerk ein, merkst du richtig, wie der abgeht dann. Und Geschwindigkeit, oder? Wenn du so viel Leistung hast, merkst du eigentlich gar nicht so richtig viel davon. Also ich kenne das aus den Flugzeugen, wo ich so geflogen bin, warst du dankbar, wenn das Ding reinfährt? Also ganz ehrlich, es verändert hauptsächlich das Geräusch, weil du natürlich die spürst ein bisschen die Vibrationen, du hörst, wie die Luft da rumströmt, wenn du aufpasst. Aber beim Start, es ist auch schon passiert, dass Leute das Ding vergessen haben. Kann ja auch passieren. Das sieht ja auch viel beim Landen. Das ist einer der häufigsten Unfälle, dass die Leute runterkommen und wenn die kein Warnsystem haben, dass sie landen wollen, und Fahrwerk ist noch drin. Und dann merken die. Beim Autofighter zum Glück schwierig, weil er sehr nachdringlich darauf hinweist, dass es eine richtig blöde Idee ist, ohne Fahrwerk zu landen. Das Schöne an dem Flieger ist, der hat ja so eine Warnstimme, die ist natürlich weiblich, jeder nennt die gerne Bitching Betty und das Flugzeug hat sehr viel Kommunikationsbedarf und es hat so viele Features, bei denen es dich darauf hinweist, dass du gerade zu blöd bist. Bevor ihr an dem Ding arbeitet, wie sieht's denn aus? Willst du nicht mal einfach mal hochgucken? Ja, gerne. Komm, dann gehen wir doch einfach mal hoch. Ey, was sind das hier für Kameras rechts und links? Die Kameras sind für den HEA-Helm, den wir haben, Helmet Equipment Assembly. Das ist hier so ein funky Space Invader Helm mit Leuchtdioden auf dem Kopf. So richtig schön, wie du das aus dem Film oder aus dem Computerspiel kennst. Dieser ganz wichtige. Und das Flugzeug misst quasi über diese Kameras die Ausrichtung von dem Helm, damit der Flieger immer weiß, wo du hinguckst und wie du deinen Kopf hältst. Okay. Ich merke an mir selbst, wenn ich jetzt hier so hocke, dass ich total nicht eingeschüchtert, aber ich bin so, es ging jetzt so schnell. Das ist das, was ich gerade meinte. Ja, es ist so, echte Ding so. Es ist das echte Ding und man ist so nah dran und diese ganzen Aufkleber, die ich so kenne, so dieses Dreieck hier, Danger, Gefahr und so, das ist einfach der echte Aufkleber, wo der ursprünglich herkommt, an dem echten Gerät so. Und das ist sehr, sehr extrem. Das bleibt aber auch alleine offen. Das heißt, das ist jetzt nur für die Wartung. Ne? Das ist eine reine Sicherheitsvorkehrung. Das Dach wird ja hydraulisch gehalten. Das siehst du hier hinten. Und da ist recht viel Druck auf dem System. Mhm. Und das ist einfach eine Sicherheitsvorkehrung, dass wenn du da aus irgendeinem Grund ein technisches Versagen hättest, und das Ding steht ja über Stunden offen oder der Druck geht weg, dass dir das Dach nicht irgendwo runterfällt und dir was einklemmt, wenn du hier die ganze Zeit am Arbeiten bist. Das wäre auch, glaube ich, nicht so gut, ne? Okay, aber ich darf da rein jetzt mal? Ja, das gibt auch nochmal ein ganz anderes Gefühl. Steigst du einfach auf den Sitz mit beiden Füßen. Ja. Genau. Dann den rechten Fuß ins rechte Loch, den linken Fuß ins linke Loch. Oh, das geht aber gut. Nee, das ist vielleicht schon meine Position. Ja. So, und wenn du jetzt mal guckst, ich weiß ja nicht, wie für dich das Gefühl ist, auf dem Schleudersitz zu sitzen, aber hier unten, schwarz-gelb. Schwarz-gelb ist immer Gefahr. Das ist das Ding. Und es gab ja schon mal ein Video von mir, wo ich den geflügelten Ausdruck gebracht habe und gesagt habe, wenn ich an dem Hebel zwischen meinen Beinen ziehe, passieren einige Dinge. Das hier, das ist der Hebel, an dem man zieht und an dem du jetzt nicht ziehen solltest. Nein. Alles gesichert, alles gut, aber da wird es dann ernst. Darf ich es anfassen? Du darfst alles anfassen. Merkst du, dass sich das anfühlt wie ein Joystick an einem Computerspiel? Ja. Das ist typisch für ein modernes Flugzeug, weil das ein reines Fly-by-Wire-System ist. Du hast absolut keine mechanische Anbindung an irgendwas. Weil so wie ich es kenne von den Flugstunden, die ich hatte, das einfach, ich merke, wie ich die Seile so ziehe und das Flugzeug so mechanisch fliege. Aber wenn ich jetzt hier so mache, mach mal im Flo vielleicht. Das ist, Starterpaket Microsoft Flight Simulator. Es ist wirklich so. Es ist auch die ganzen Trainingsflugzeuge, mit denen wir geflogen sind und die ich noch aus der Ausbildung kenne, die sind alle noch mechanisch. Weißt du, da hast du noch richtig das Gefühl in der Hand und dann kommst du hier zum Eurofighter und es ist ganz anders. Und es fliegt sich extrem präzise und es fliegt sich immer gleich.
Also du musst dich wirklich an dieses Flugzeug gewöhnen. Es ist wesentlich einfacher, wesentlich leistungsfähiger, aber anders. Und was auch immer noch ein interessanter Fakt ist, man ist es ja gewohnt, vor allem auch du, wenn du kleine Flugzeuge fliegst, du weißt genau, was der Stick mit welcher Steuerfläche macht. In dem Flugzeug hier hat die Bewegung des Sticks nichts mit der Bewegung der Steuerflächen zu tun. Gar nichts, ne? Gar nichts, weil du dem Flieger einfach nur vorgibst, was er machen soll. Und er fährt die Steuerflächen entsprechend. Zum Beispiel, du siehst ja hier unsere Kanars. Jo, die siehst du ja auch extrem, was sie tun. Eine ganz interessante Sache, woran man das, wenn man zum Beispiel ein Video filmt, kann man das sehr gut sehen, wenn du langsam unterwegs bist mit einem hohen Anstellwinkel und willst das Flugzeug jetzt an maximalen Anstellwinkel bringen, dann nimmst du natürlich den Stick, knallst ihn nach hinten und hältst ihn hier. Und die Canards, die hauptsächlich als Höhenruder dienen, die geben dem Flugzeug nur einen ganz kurzen Impuls nach oben und müssen das jetzt ausbalancieren. Und obwohl du den Stick hinten hast, nach dem kurzen Impuls nach oben fahren die komplett weit runter und balancieren das Flugzeug jetzt aus, hängen da und bewegen sich. Wie so eine Luftbremse quasi. Genau. Und das ist das Interessante an dem. Flo? Ja. Hör mal. Bist du bereit? Scheiße! Ich denke mal, das ist das, was ich denke, ne? Es ist das, was du denkst. Ganz genau. Hast du es gehört? Also du bist jetzt hier so, ne? Boah, ey. Gerhard, ich fahre gerade einen Film in meiner Birne. Das kannst du dir nicht vorstellen. Pass auf, du bist hier so unterwegs, ne? So. Das ist ernst hier. Es ist wirklich ernst. Also, ich muss sagen, ich finde es irgendwo, jeder bei aller Ernsthaftigkeit, man muss ja immer mit ein bisschen Spaß damit umgehen und jeder ist natürlich auch ein klitzekleines bisschen Spielkind und wenn du dann solche Schalter hast, an denen du rumdrücken kannst und die sind dann auch noch rot, das verliert nie seine Faszination. Aber es ist ernst. Hier muss man wirklich klar sagen, es ist natürlich ernst und die Schalter sind nicht umsonst rot. Das hier ist der sogenannte Late Arm Switch, das heißt, das ist die letzte Sicherung, die du hast für den Einsatz der normalen Luft-Luft-Bewaffnung und hier zusätzlich unten drunter ist der Knopf, um Luft-Boden-Bewaffnung Bomben einzusetzen. Und da sind wir uns alle einig, wenn die zum Einsatz kommen müssen, dann passiert nie etwas Schönes. Nie? Niemals. Okay. Was mich jetzt gerade etwas überrascht, links. Normal für Kampfflugzeuge, überall. Mich überrascht es immer, wenn die Sachen andersrum sind. Und ich bin auch immer völlig überrascht, wenn ich in einem, ich fliege ja auch privat, wenn ich dann in einem privaten Flugzeug auf einmal mit der linken Hand Steuerknüppel und Horn anfassen soll und rechts am Schubrumm spiele, verwirrt mich immer, geht zwar, aber... Aber du hast recht, es wäre unangenehmer, würde ich damit diese extrem gehkräftige Energie steuern. Also das ist schon besser so. Es sind ja auch die meisten Menschen Rechtshänder, statistisch aber gesehen. Der lässt sich jetzt nicht bewegen, sehe ich gerade, ne? Oder muss ich den ringeln? Der lässt sich jetzt aktuell nicht bewegen, weil er eingerastet ist in der Schattposition, die Triebwerke sind aus. Das heißt, der müsste hier entriegelt werden. Mhm. Dann könnte man den bewegen. Kann der in die Schattposition im Flugbetrieb? Nein. Du könntest den da hinmachen, die Triebwerke ausmachen und würdest dann noch abstürzen, aber das ist so ein Punkt. Okay, wir haben uns ja über Autos viel unterhalten und über Bedienung von Autos und dass der ein oder andere Autohersteller aktuell Konzepte verfolgt, die vielleicht nicht ganz so praktisch sind. Und das ist so ein klassischer Punkt von Human-Machine-Interface. Da dürfen sich auch gern die Autohersteller wieder was von abschneiden mit eurem ganzen Touch und Scheiße, die man beim Fahren nicht bedienen kann. Hier in dem Cockpit haben sich bei ganz vielen Dingen ganz schlaue Leute wirklich was gedacht. Wenn du nämlich die Triebwerke ausmachen willst, dann musst du diese beiden Hebel hier gleichzeitig betätigen. Und jetzt nimm mal die linke Hand auf den Stick, auf den Schubhebel und betätige mal diese Hebel. Das geht nicht. Das geht nicht, genau. Du brauchst diese Hand. Du musst jetzt, um das machen zu können, mit der rechten Hand hier runtergreifen. Du musst den Stick loslassen, du musst hier runtergreifen und musst jetzt das nach hinten ziehen. Das ist eine völlig unangenehme, unnatürliche Position, nämlich genau aus dem Punkt, dass du das wirklich nur aber dann... Aber es geht auch so mit links. Ich kann auch so machen. Du kannst natürlich auch so machen, aber du musst dann trotzdem mit der anderen Hand dran. Also du kriegst das kaum mal eben so gemacht. Und genau das der Punkt an der Sache. Würdest du das in der Luft aus Versehen machen, nein, würdest du die Maschine einfach wegschmeißen. Das kriegst du nicht aus Versehen hin. Das musst du ganz bewusst machen. Und es gibt hier ganz viele Sachen. Beispielsweise hast du hier unterschiedliche Knöpfe, zum Beispiel hier, um den Fanghaken auszufahren. Du siehst, dass der hier so eine Sicherung hat. Diese Sicherung sorgt ja dafür, dass es aus allen Positionen nicht so einfach ist, den zu bedienen. Du müsstest es genau treffen, außer von hier. Und warum? Weil du den mit der linken Hand bedienst. Und jetzt, nein, andersrum, du greifst mit der Hand da durch. Guck mal, wie dein Daumen jetzt da reinpasst, wie du den Knopf drücken kannst. Das ist genau eine Bewegung. Hier ebenso, von oben, ja, du kommst das ist rein. Das Fallschirm, ne? Das ist der Bremsfallschirm. Ja, schön, ne? Du würdest reinkommen von oben, aber es ist total unnatürlich, hier durch diese Ecke zu kommen. Du kannst das Ding nur mit links bedienen, greifst du unten ran. Das alles, und
ziehst dabei dann die Sicherung. Das okay. alles sind Dinge, die verhindern, dass du Sachen aus Versehen bedienst. Aber ganz kurz, du kennst jeden Knopf, ne? Ja. Wäre schlecht für dich. Und was ist das hier so für ein Ding, Navi? Ja, quasi. Darüber gibst du alle Sachen ein. Das Ding heißt MDEF, Multi-Data Entry Facility. Darüber kannst du sämtliche Daten, die irgendwie ins Computersystem vom Flugzeug eingegeben werden müssen, eingeben. Hierüber kannst du die ganzen Subsysteme anwählen, irgendwelche Modi einstellen und hierüber kannst du dann quasi Buchstaben, Zahlen und so weiter eingeben. Du hast dann hier dieses kleine Display, wo die Daten stehen, hier so einen kleinen Cursor, mit dem du durchgehen kannst und dann gibst du hier die Sachen einfach ein, kannst bestätigen, löschen. Und wie du siehst an den Knöpfen gerade nichts, weil jeder einzelne Knopf hier ist ein Display. Wo schmeißt du denn jetzt die Diskette rein, die du kriegst? Du meinst hier unser Super Mario-Gerät? Ja, genau. Hier rechts hinten. Ah, yo. Klappe. Da kommst du, glaube ich, nicht so hin. Einfach aufmachen, schiebst du da rein. Ne, nur ein bisschen weiter. Weiter rein, komm. Da. Sieht man? Ein bisschen unscharf, weil ich hier falsch sieht. Ja, schon. Und die zweite, die wir noch hatten, das siehst du von der Seite vielleicht auch. Hm. Der Kasten hier. Mhm. Den kann man hier auf meiner Seite aufmachen. Unglücklich jetzt für dich, aber da kommt dann unsere Videokassette quasi rein. Die Aufnahmen funktionieren. Das sind dann die Aufnahmen, die hinterher nach dem Flug beim Debriefing dann ausgewertet werden. Aber weil das nicht nur Video aufnimmt, sondern natürlich auch Ton und auch die gesamte Telemetrie aufgenommen wird. Okay. Wie hoch ist denn die Chance, dass ich jetzt noch Kampfjet-Pilot werden kann? Um Kampfjet-Pilot zu werden, bist du wahrscheinlich schon ein klein bisschen alt. Es tut mir echt leid, dir das zu das sagen. Das ist kein Spaß, was ich sage. Ne? Das ist wirklich kein Spaß, was ich sage. Aber ich bin wirklich traurig. Ja? Das meine ich wirklich ernst. Weil ich sitze hier drin und möchte das machen. Das ist gar nicht so einfach. Aber nee, das glaube ich dir, aber jetzt als Beruf, also ich bin jetzt einfach, also ich merke, ich habe einen Fehler gemacht. Autotuning und Autos hätte ich nicht machen sollen, sondern das ist so toll. Kannst du runterfallen? Nein, ne? Doch, kannst du. Ach, fand ich alles gut. Aber ich gratuliere dir erstmal. Und ich bin wirklich beeindruckt, ich bin sehr dankbar, dass ich jetzt gerade hier sitzen darf. Und ich möchte euch das Gefühl wirklich vermitteln, was gerade passiert. Ich sitze hier. Ich sitze prozentual in einem Fahrzeug sehr weit vorne, was du so in einem Automobil eigentlich nicht hast. Und nachdem wir gerade am Triebwerk waren, in der Position, wo ich sitze, ich habe hier diesen kleinen CNC-gefrästen Stick, habe diese Knöpfe, diese Displays, da vorne schon vorbei. Und wenn ich jetzt so mache, sitze ich einfach auf einer unfassbaren Rakete. Also dieser Sitz ist ja hart hinten und diese Schubkraft, boom. Ich werde angetrieben von einem, das wirst du in einer Automobilwelt einfach so nicht finden. Absolut nicht. Doch, es gibt ein paar Jungs, die diese Jet-Autos da bauen. Die sitzen ja, aber 18, auch. 18 Tonnen Schub wird, glaube ich, auch schwierig da. Ja. Also du kennst ja mein Auto und du weißt ja, der hat ja das ein oder andere PS. Vielleicht nicht das schnellste Auto auf der Welt, aber mit Sicherheit sind die meisten langsamer. Das brauchst du auch. Und es ist, im Vergleich zum Flugzeug ist es halt nichts. Es ist halt nett. Also es ist anders. Es macht natürlich auch Spaß durch den Charakter, aber es gibt für mich nichts auf der Welt, wirklich nichts, was daran ranreicht. Und ich bin auch leidenschaftlicher Motorradfahrer. Ich vergleiche es immer mit, das ist das Fahren von einem Supersportmotorrad in 3D und mit extra nachgewürzt. Es ist für mich wirklich das Schönste, was ich mir vorstellen kann. Dieser Freiheitsgrad, den du erreichst, wenn du in einem Übungsluftraum bist, in dem du dich dreidimensional bewegen kannst. Und dieses Flugzeug hat genug Leistung, damit du dich vollständig im dreidimensionalen Raum, also auch vertikal nach oben bewegen kannst, ohne dir Gedanken über die Physik machen zu müssen. Es ist in dem Fall eigentlich fast wie ein Raumschiff fliegen. Und weißt du was? Ich habe mir als Kind in der Schule, habe ich mir immer gedacht, als ich mich dazu entschieden habe, in der 11. Klasse bin ich darauf gekommen, mich informiert, Truppenbesuch gemacht und irgendwann gesagt, irgendjemand muss diesen Job ja machen. Und dann kam für mich die Entscheidung, das will ich machen. Mhm. Und da haben die meisten Leute haben gelacht. Und jeder kannte irgendjemanden, der sich auf das beworben hat, aber alle haben gesagt, das geht nicht. Und haben dann immer gesagt, ja, warum willst du das überhaupt versuchen? Dich nehmen sie sowieso nicht. Und ich habe dann einfach gesagt, hey, aber irgendjemanden müssen die einstellen. Und warum soll das nicht ich sein? Das ist so geil, dass du das so sagst, weil jetzt stehst du hier. Ja, und das betrifft jeden. Und ich hoffe, dass die Jungs hier gesagt haben, dass es nicht klappt und sich jetzt denken, scheiße. Es betrifft jeden, der vielleicht diesen Traum hat, diesen Job zu machen. Und ich sage immer, tut es einfach und gebt alles dafür. Und ich habe mir immer gedacht, noch am Ende der Schule habe ich mir gedacht, vielleicht kommt eines Tages der Tag, wo ich auf dieser Leiter stehe und mich daran erinnere, wie ich mir das gedacht habe. Und dann, roundabout 8 Jahre später, kam genau dieser Tag. Ich stand hier oben und ich habe mich daran erinnert, wie ich als kleiner Schuljunge mir dachte, das wäre so Wahnsinn, wenn du das schaffst. Und ich durfte hier einsteigen. Das erste Mal in so ein Single-Seater, weißt du, ein Flugzeug, wo niemand mehr drin sitzt, nur du. Und
ganz im Ernst, mir sind fast die Tränen gekommen, weil natürlich, das so emotional war, das machen zu dürfen. Natürlich, natürlich. Und ich bin bis heute, jedes Mal, wenn ich hier wieder einsteigen darf, einfach nur dankbar, dass ich das machen darf und dass so viele Leute hier einen Wahnsinnsjob machen, um zu ermöglichen, dass man das machen kann. Weil du hast ja mittlerweile den Einblick haben wir auch bekommen. Das ist ja auch wer hier alles mitarbeitet. Genau. Und soll ich dir was sagen? Wenn man jetzt ganz realistisch daran geht, wenn man, wie du es gerade beschrieben hast, und das macht es sogar noch toller. Weil stell dir vor, diese Maschine wäre komplett autark und die würde einfach einer sagen, ja, heute fliegen. Und das Ding wäre komplett wartungsfrei und es wäre, flieg einfach los, ciao, bis später, tschüss. Dann wäre das auch toll. Und weil die Technik ist so beeindruckend, das Gerät an sich ist so einzeln so beeindruckend. Aber in Gänze, mit dem Team und allen drumherum, das alles so machen zu können, das macht es nochmal toller. Das macht das Team Luftwaffe aus, was du immer wieder gehört hast. Das ist wirklich kein billiger Marketingspruch. Es ist einfach so, es geht nur im Team. Du brauchst jede Menge Leute. Jeder ist wie ein kleines Zahnrad im Getriebe und das gesamte Getriebe muss funktionieren, damit dieses Gerät hier am Ende seinen Auftrag leisten kann. Was kostet, also wie kann ich hier mitfliegen? Also die gute Nachricht ist erstmal, es gibt auch eine zweisitzige Variante. Ernsthaft? Ja, das heißt... Das ist extra so gebaut dann? Das ist ein Trainer. Du sitzt jetzt hier aktuell in einer... Hinten, das sieht ja schon so aus wie so ein Auto, was mal so was gedacht war, dass es auch mal ein Zweisitzer sein sollte. Ja, nee, also das hier ist ja nee, noch nee, aber die Kanzel und so, da ist ja schon Platz. Nee, wenn die runterfährt, ist das Ding hier hinten dicht. Oh, okay. Du kannst hier auch nichts dran sehen. Das, worin du hier sitzt, ist eine GS German Single. Das ist die Grundversion des Luftfahrzeugs. Es gibt aber auch eine doppelsitzige Version, die heißt dann GT. Ja, können wir meinen, hier Grand Tourer. Ist nicht so, ist der German Trainer. Der hat das gleiche Cockpit, was du hier vorne hast, hinten dran nochmal. Ist konstruktiv ein bisschen anders aufgebaut. Das gleiche? Genau, du hast ein Repeater-Cockpit. Nein, du hast alle, also annähernd alle Bedienelemente, die du hier vorne hast, hast du in dem hinteren Cockpit nochmal, weil es eben ein Trainer ist. Das ist kein Waffensystemoffizier, da sitzt ein Fluglehrer oder ein zweiter Pilot sitzt da. Und das Flugzeug ist konstruktiv ein bisschen anders. Dem fehlt hier eine Tankgruppe. Dafür passt hier halt ein zweites Cockpit hin. Die Haube ist viel größer, ist ein bisschen länger nach hinten gezogen. Der Tank ist auch da mit drin noch? Alles von dem Flugzeug hier ist Tank. Der komplette Rumpf hier oben ist voll. Die kompletten Flügel sind voll. So. Okay. Ja, 18 Tonnen Schub. Weißt du, Kraft kommt von Kraftstoff. Da musst du rein hier. Da musst du rein. Ich sag dir nochmal, wir haben beim normalen Flug mit zwei Außentanks 6,5 Tonnen dabei und wenn du am Boden den Nachbrenner zündest, verbrauchst du 500 Kilo pro Minute. 12 Minuten ist der Karren trocken. Und dann kannst du dir wieder einen LKW vorstellen. Also frag mich bitte nicht nach unserem CO2-Fußabdruck. Aber es sorgt natürlich auch für viel Sicherheit. Und also es ist ja auch eine Sache, die ja auch das Land schützt vor Leuten, die die Idee haben, Angriffe auf das Land zu machen. Und ich denke, dass sowas zu besitzen ja auch eine wichtige Funktion ist, um halt auch eine gewisse Wirkung zu haben. Das ist absolut der Punkt. Also wir machen das ja nicht zum Spaß. Und auch immer wieder, wenn du mitkriegst, Leute sehen die Flugzeuge nur fliegen. Du siehst die Flugzeuge hier immer nur an und abfliegen und denkst dann, die fliegen lustige Kreise und wir machen da irgendwie so ein bisschen Purzelbäumchen. Jeder einzelne Flug, der stattfindet, hat einen klipp und klaren Flugauftrag mit einem ganz spezifischen Trainingsinhalt. Und dieser Trainingsinhalt beinhaltet in aller Regel viele verschiedene Flugzeuge, die zusammenarbeiten und irgendwelche Dinge üben. Und der Auftrag, den wir haben, ist ja letzten Endes Fähigkeiten vorzuhalten, die hoffentlich niemals aktiv zum Einsatz kommen müssen. Keiner von uns will, dass diese Fähigkeiten eingesetzt werden müssen. Aber die aktuelle Lage hat es ja gezeigt, wie schnell das gehen kann, dass man diese Fähigkeiten abrufen muss. Und ich sehe da so ein klein bisschen den Vergleich zu einer Feuerwehr. Eine Feuerwehr hältst du dir ja auch einfach vor. Würde es nicht brennen, würdest du die Feuerwehr nie brauchen. Aber in dem Moment, wo es brennt, kannst du nicht anfangen, eine Feuerwehr aufzustellen. Du musst die Leute da haben, die müssen wissen, wie man löscht, die müssen ready sein. Okay, wie viele von den Dingern sind jetzt gerade volles Rohr einsatzbereit? Das kann ich dir nicht sagen, weil das unterschiedlich in den Verbänden ist und diese Zahl sich auch dauernd ändert. Und dann auch immer die Frage ist, was einsatzbereit bedeutet. Sind das Luftfahrzeuge, die aktuell im Flugdienst teilnehmen können? Sind das Flugzeuge, die den Rüstzustand haben? Wir haben ja 141 bestellt, zwei haben wir verloren, 139 sollten noch im Bestand sein, haben jetzt aber auch wieder neue Luftfahrzeuge nachbestellt. Und was auch ganz wichtig ist, ist zu verstehen, wie ein Auto müssen diese Flugzeuge in Inspektion. Aber die große Inspektion bei so einem Flugzeug, die wird halt nicht wie beim Auto in ein, zwei Tagen gemacht, sondern die dauert über ein Jahr, weil das Flugzeug komplett auseinandergerissen wird. Und du hast dementsprechend immer einen Anteil der Flugzeuge im sogenannten Industrieumlauf, die dann wieder bei Airbus in München stehen, zerlegt werden, wieder aufbereitet werden und dann wieder zurückkommen. Das heißt, du kannst es nie erreichen, dass jedes einzelne Flugzeug gleichzeitig einsatzbereit ist. Die Probleme, die man aber noch kennt von vor vielen Jahren, die Ersatzteile haben gefehlt, die Flugzeuge gingen alle nicht,
die haben wir nicht mehr. Mittlerweile ist es eher so, dass wir meistens mehr Flugzeuge zur Verfügung haben, als wir Luftfahrzeugführer da haben. Das war mein Stichwort. Los geht's. Also siehst du es unmöglich, dass ich das noch machen kann jetzt mit 42? Als Pilot wird es schwierig, aber... Unmöglich? Ja, also mit 42, ja. Wegen meiner Fitness? Nee, schlicht und ergreifend, weil du zu alt bist, um in der Laufbahn noch irgendwo hinkommen zu können, weil die Ausbildung sehr, sehr, sehr langwierig ist. Aber ich habe dir ja gesagt, es gibt einen Zweisitzer und hin und wieder nehmen wir auch mal Leute mit. Das ist natürlich keine einfache Sache und ich will dir nicht zu viel versprechen, aber vielleicht könnte man da ja ein bisschen was hinbekommen. Was würdest du denn dazu sagen? Purer Neid, du Penner. Das würde ich sehr gut finden. Ich muss dich aber gleich ein bisschen bremsen. Wir können dich nicht einfach umziehen und jetzt mal kurz losmachen. Wenn du das ich machen bin sitzen geblieben. Ja, das denke ich mir. Ich habe ja gesehen, du bist ja auch in der Extra 300 mitgeflogen. Mhm. Sehr, sehr geiles Flugzeug, absolut. Also bin ich fast ein bisschen neidisch, mal in so einem Ding mitzufliegen, weil es ist natürlich ein cooles Sportgerät. Ich organisiere dir, dass du da mal mitfliegen darfst. Ernsthaft? Komm. Gerne. Also, das ist mal ein Deal. Ha? Ja. So, bevor ich jetzt aber zu viel verspreche. Hier sind wir jetzt ja nur in einem Militärflugzeug. Schleudersitz, alles drum und dran. Wir sind hier bei einer Behörde. Das muss alles seine Ordnung haben. Das heißt, damit die Chance besteht, dass du wirklich mitfliegen könntest. Aber wenn, dann machen wir richtig Ballett, ne? Dann machen wir richtig Ballett, genau. Ich kann ja noch nicht versprechen, dass es klappt. Aber wir können gucken, was wir möglich machen können. Es würde aber bedeuten, dass du im Grunde genommen die gleichen Anforderungen erfüllen musst, die ein Pilot erfüllen muss, nur in einer abgespeckten Version. Wir müssten dann nur sicherstellen, dass du quasi einen Flug ohne gesundheitliche Schäden überstehst und dass du im Ernstfall raus da. Auch mit dem Ding hier raus kannst. Mhm. Weil ich habe ja schon gesehen, dass ihr ein, zwei Mal Leute mitgenommen habt. Ja, das kommt schon vor. Aber wir würden eine andere Nummer machen. Naja, wir müssen das komplette Ballett durchlaufen. Das bedeutet... Das haben die ja nicht. Das, weil ich habe oft gesehen, dass ihr Leute mal mitgenommen habt und dann sind die einfach eingestiegen quasi. Im Hintergrund haben die das auch gemacht. Es gibt niemanden, der einfach irgendwo mal kurz einsteigt. Das funktioniert nicht. Okay. Aber ich glaube, so wie ich dich kenne, würdest du auch den Prozess davon wahrscheinlich dir mal ganz genau angucken wollen. Natürlich. Und da haben wir ja noch ein paar. Vielleicht sind ja auch welche dabei, die sich dann in den Prozess denken, Mensch, an dem haben wir einen Piloten verloren. Und dann wollen die vielleicht sogar, dass ich da bleibe. Und du würdest jede Menge interessante Menschen treffen. Da sind nämlich noch viel mehr, die einen sehr krassen Job machen. Das glaube ich. Das würde letzten Endes für dich bedeuten, du müsstest wen müssen wir denn fragen? Kannst du dich noch an den netten Herrn erinnern mit den goldenen Dienstgraden drauf? Ja. Den wir am Anfang begrüßt haben? Ja. Das ist der Chef der Luftwaffe und tatsächlich... Ja, aber lieb. Der müsste... Ja, ist ein ganz eigentlicher Mann. Aber der müsste ja sagen. Aber das... Da gucken wir mal. Das würden wir schon hinkriegen. Aber den schicke ich einfach Flo vor. Der lacht euch. Hallo. Ja, Flo, kannst du mal machen. Gehst du einfach mal nett fragen. Gucken wir mal. Also ganz so einfach wird's nicht, aber... Wir könnten dich medizinisch auf links krempeln und ich weiß nicht, hast du vielleicht schon mal reingeguckt? Es gibt da noch diese lustige Zentrifuge, die Höhlenkammer. Das ist alles Zeug, was du machen müsstest, bevor du dich hier reinsetzen kannst. Gerne. Das finde ich geil, sowas. Du lach nicht so. Okay, wir spinnen mal weiter im Kopf, aber wir haben ja noch ein paar andere Stationen, die wir uns angucken. Ne? Genau, jetzt gucken wir uns erstmal ein paar Sachen an und dann schauen wir mal, ob die Reise noch weitergeht. Ich bleib dann hier, wir fahren schon mal runter und dann lege ich schon mal los. Ja, genau. Aber ich würde mir jetzt zutrauen. Lass mich mal einmal wirklich... Haben wir noch ein, zwei Minuten hier? Klar. Okay. Lass mich mal einmal schauen, was ich hier alles so finde. Der macht, glaube ich, aber auch relativ viel schon von alleine, ne? Ja, sehr, sehr viel ist weil hier fehlen, genau, weil hier fehlen nicht, aber ich glaube, also mein Gefühl sagt mir, dass er relativ viel, glaube ich, schon von alleine macht. Also ich würde mir auf jeden Fall zutrauen, dass ich das Ding... Also Taxi auf jeden Fall, ne? Dass das Ding fahre ich hier auf jeden Fall. Ich würde mir auch zutrauen, dass ich das Ding starte. Also, dass ich fliege und abhebe und durch die Gegend eier. Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass ich das kann. Landen, das Fahrwerk hier? Ja. Guck mal. Würdest du mit einer Einweisung auch hinkriegen? Ja, ne? Ja. Ich glaube auch, dass ich das Ding fliegen kann. Also, ich bin selbst privat recht viel Katana und Cessna 172 geflogen. Ganz ehrlich, das ist schwieriger. Ich wollte es gerade sagen. Es ist schwieriger als das Gerät hier. Das Einzige, was schwierig wird, wenn du jetzt ein... Privatpiloten, der kleine Flugzeuge fliegt, hier reinsetzen würdest, ist die Dimension von den Geschwindigkeiten. Mhm. Zeitenräume, das ist natürlich ein ganz, ganz anderer runter, Schnack. Ne? Du musst dich, genau. Also einfach die Geschwindigkeit, mit denen ich bewegst. Wenn wir langsam im Luftraum unterwegs sind, langsam, wirklich langsam, weil wir Rücksicht nehmen, dann fliegen wir 250 bis 300 Knoten. Langsamer fliegen wir nicht. Und das ist ja für eine Turboprop, das wäre ja schon
Da bist du ja schon richtig fix unterwegs. Genau. Und wenn du im Endanflug bist zum Landen und hast hier noch relativ viel Sprit drin, dann bist du schnell in Geschwindigkeiten irgendwo zwischen 155 und 185 Knoten. Endanflugsgeschwindigkeit. Also da kommt halt schon ein bisschen Tempo drauf. Mhm. Aber beim Eurofighter ist es wirklich so, 80% der Arbeit bestehen daraus, das Ding als Waffensystem zu bedienen. Es ist ja eben kein Flugzeug, es ist ein Waffensystem. Und das meiste, was du hier siehst, hat überhaupt nichts mit dem Fliegen zu tun. Dieses Flugzeug von A nach B zu fliegen, ist eigentlich echt simpel, weil sich ganz viele Menschen, die wahrscheinlich noch viel, viel, viel klüger sind als ich, ganz viel Gedanken darüber gemacht haben, dass so eine Torfnasen wie ich das Ding fliegen und nebenbei noch an dem Waffensystem arbeiten können. Weil, wenn ich mir nämlich jetzt vorstelle, ich bin verschiedene Flugzeuge jetzt schon geflogen, wie anspruchsvoll es war, die zu fliegen, kann ich mir nicht vorstellen, dass bei so einer modernen Büchse, die das hier reingemacht, also dass das das so wäre. Weil ich weiß, so ein Reiseverkehrsflugzeug fliegt ja quasi gefühlt selbst. Ja. So, dass das ja hier technischer auch in der Lage sein muss. Also ich glaube, das Ding zu fliegen, und der wird ja auch alle möglichen Dinge, der hat ja, der weiß ja, wie schön er ist, der weiß, wie die Strömung ist, wenn ich ihn jetzt überreiße, dann wird er mir den Befehl gar nicht geben. Das geht zum Beispiel nicht, genau. Genau, dann, weil dann wird er sagen, pass auf, wie heißt die Warnung nochmal? Da wird er mir sagen... Das ist eine Auto-Low-Speed-Recovery. Das heißt, genau, wenn Auto du zu langsam wirst, sagt er einfach Low-Speed-Recover. Und das ganz Nette ist, wenn du das einfach wegignorierst, das geht nämlich auch, dann sagt er FCS-Override. Flight Control System Override, blinkt dann auch im Head-Up-Display, mhm, und dann fliegt der Flieger selber. Und dann kannst du hier drehen und wenden und schütteln, wie du willst, ist egal. Der Flieger sagt einfach, alles klar, Junge, du bist zu doof, ich mach das jetzt. Und wenn du deine Lektion gelernt hast, hier kannst du ihn wieder haben. Wie lange dauert das denn? Es kommt komplett drauf an, welcher Fluglage du bist, aber so zwischen 5 und 20 Sekunden hast du meistens, die den Flieger einfach wegnimmt. Das ist lang. Ja. Schon oft gehabt? Das ist das ein oder andere Mal passiert, weil du dich immer gerne an diesem Limit bewegst. Wenn du im Luftkampf so auf kurze Entfernung bist, gehst du natürlich genau an dieses Im Limit. Im Luftkampf ran. Ist genau die richtige Situation, ne? Ja, das ist ziemlich blöd, wenn das dir wegnimmt. Und darum ist an der Stelle das Ding auch gelaufen. Und im Grunde genommen hast du automatisch verloren, wenn du da reinlandest. Aber das Problem ist, du willst davon natürlich auch nicht wegbleiben, weil genau da, wir kämpfen ja meistens Eurofighter gegen Eurofighter. Der andere hat das gleiche Flugzeug wie du. Und da ist ja genau da das Quäntchen, was du rausholst, dass du so nah wie möglich da rankommst und wirklich, und dann hängst du die ganze Zeit in dieser Warnung, das Flugzeug schreit dich die ganze Zeit an, low speed recover, low speed recover, und du musst das irgendwie ausbauen. Diese Stimmung, die dann glaube ich auch aufkommt, so low speed recover, low speed, und dann der andere so, und du willst ihn dann so. Ich glaube, das macht auch gar keinen Druck in deinem Kopf dann. Ja, das ist. Und so ein Luftkampf, wenn der Boss mit den Sternchen sagt, ich darf mitfliegen, dann können wir auch sowas machen vielleicht? Auf jeden Fall. Also wenn wir das hinkriegen, dass du mitfliegst, dann fliegen wir zwei zusammen. Natürlich. Ich würde nur mit dir fliegen wollen. Und dann möchte ich dir natürlich auch zeigen, was wir machen. Und dann möchte ich dir zeigen, was du kannst. Ja, was ich kann. Jetzt mal dahingestellt, das können die anderen ja auch. Ist ja nicht so, dass ich jetzt hier irgendwie ein spezieller Pilot bin. Aber ich möchte natürlich zeigen, was wir machen in einem Medium, was man verstehen kann, weil viele Sachen sind einfach so komplex, dass du kein Verständnis dafür bekommst, aber einige Dinge kann man zeigen und dass man eben sieht, dass ja, es macht Spaß, natürlich haben wir Spaß bei der Arbeit, natürlich genießen wir das, aber es ist eben ernst und wir trainieren für den Ernstfall. Wir haben ernste, komplexe Inhalte und kein einziger Flug, den wir machen, ist einfach nur ein Spaßflug, bei dem aus Jux und Dollerei hier ein bisschen Sprit in die Atmosphäre geblasen wird. Ich komme jetzt wieder raus. Aber das Flugzeug, ich komme zurück. Das Flugzeug hier, das muss ja heute noch fliegen. Das muss ja jetzt erstmal fertig gemacht werden. Und okay. Dafür haben wir ja die Jungs da. Und du kannst dir mal ein bisschen unter die Arme greifen. Ja, gerne. Ja, ich komme ein bisschen raus. Deine Sporen verdienen.